Beginnen wir zuerst mal mit der Metaphysik. Also ins Wasser ist ja sehr viel hinein philosophiert, fantasiert worden. Und hier sehen Sie ein Beispiel, dass man eben dem Wasser auch eine Seele zuschreibt. Und das geht wahrscheinlich schon darauf zurück, dass das Wasser ein sehr seltsames Molekül ist. Wenn Sie hier diese ganz, ganz alte Grafik anschauen, dann sehen Sie, dass das Wasser, das aus zwei sehr leichten Gasen besteht, eigentlich ganz, ganz andere Eigenschaften hat als die Verbindungen der ersten, zweiten, dritten Periode mit Wasserstoff. Sie sehen, das Wasser ist hier wirklich ganz, ganz, ganz außergewöhnlich. Und zwar kommt es daher, dass es eben zwischen den Wassermolekülen, die eine partielle Ladung tragen, negativ und positiv, dass es zwischen diesen zu Wasserstoffbrückenbindungen kommt. Das Wasser ist also, hält also zusammen, ist in gewissem Sinne also klebrig. Und je kleiner die Organismen, desto klebriger wird also dieses Wasser sein. Noch eine alte Darstellung aus einem alten Lehrbuch. So hat man sich das früher vorgestellt. Sie sehen da einige Bumerangs. Das ist also das H2O-Molekül, die also offenbar frei sind, und dann sogenannte Cluster. Also man hat sich vorgestellt, dass das Wasser sich doch zu Clustern zusammenfindet. Natürlich nur ganz, ganz, ganz kurz. Also das sind Millionstel Sekunden, dass die Cluster sich bilden und zerfallen. Hier ist das simuliert worden von einem Kollegen an der Universität Innsbruck. Ein Mitarbeiter von Professor Rode hat das gemacht. Sie sehen entweder also die Kugel mit zwei kleinen Kügelchen oder diese Bumerangs, das wären also die Wassermoleküle, und die strichlierten Linien, das sind die Wasserstoffbrückenbindungen, die im Abstand von Millionstel Sekunden sich bilden, wieder auflösen und schwingen. Aus dieser Simulation konnten die Forscher hier keine spezifische Konstellation herausfinden, indem man sagt, ja, es gibt gewisse Cluster, die bevorzugt sind. Es gibt allerdings auch andere Untersuchungen mit sehr ausgefeilten Methoden, wo man draufkommt, dass doch bestimmte Cluster ein bisschen favorisiert sind. Das sind die Dreier-, Vierer- oder Fünfer-Ketten oder Ringe, die sich bilden. Allerdings, es ist wirklich so, das Wasser ist immer noch so rätselhaft, dass wir viele Dinge wahrscheinlich jede Woche, jeden Monat neu herausfinden werden. Jemand, der das sehr, sehr gut kann und sehr viel über das Wasser weiß, ist Herr Lörting von unserer Universität. Also, wenn Sie sich für diese Dinge interessieren, gibt es sehr viele Informationen. Ja, hier diese Eigenschaften des Wassers, glaube ich, brauche ich nicht noch einmal durchzugehen. Es ist nur hier zur Erinnerung dargestellt. Vielleicht sollte man auch nicht vergessen, dass ein Mol 18 Gramm sind. Das heißt, ein Kilo Wasser enthält 55,5 Mol Wasser. Ist bei einigen anderen Berechnungen dann nicht ganz unwichtig. Eine Eigenschaft, die das Wasser hat, das ist eben diese Viskosität oder Zähigkeit. Und hier auf dieser Abbildung sieht man, dass diese Viskosität sehr stark von der Temperatur abhängig ist. Wenn wir von 0 auf 25 Grad gehen, nimmt die Viskosität auf etwa die Hälfte ab. Das heißt, das Wasser wird also flüssiger, man kann fast sagen wässriger. Ja, hier sieht man also diese Eigenschaft des Wassers. Es ist viskos, es ist eine zähe Flüssigkeit. Für große Organismen spielt das eine geringe Rolle, aber für kleine Organismen ist das natürlich eher, wie wenn wir zum Beispiel in ein Becken mit Honig fallen würden. Dichteanomalie des Wassers, hier einige Dinge, die für unsere Betrachtung wichtig sind. Dichteanomalie, Gewässer frieren von oben zu und nicht von unten. Ich werde Ihnen dann gleich ein exotisches Beispiel zeigen, wo es nicht so ist. Schmelz- und Siedepunkt, Wasser existiert in flüssiger und fester und gasförmiger Form. Die Viskosität haben wir gerade genannt. Die Verdampfungswärme ist sehr hoch und das führt dazu, dass immer, wo Wasser im Spiel ist, wo Wasser verdunstet oder sich niederschlägt, auch Wärmetransport stattfindet. Die Oberflächenspannung ist sehr wichtig fürs Wasser, weil das natürlich die Wellen, die Entstehung von Wellen etwas bremst und es ermöglicht den Wasserläufern zum Beispiel, sich an der Oberfläche zu bewegen. Die spezifische Wärmekapazität
mildert die Temperaturextreme, sie ist hoch, und auch die Dielektrizitätskonstante ist hoch, sie erleichtert also die Löslichkeit von Molekülen. Nun kommen wir zu dem exotischen Punkt, der in den letzten Jahren sehr große Aufmerksamkeit erregt hat. Es gibt unter der Antarktis Hunderte von Seen, die unter 1000, 2000, 3000, 4000 Meter Eis liegen und die möglicherweise, von einigen weiß man, miteinander verbunden sind. Warum schauen wir uns den Vostoksee an? Es ist wahrscheinlich der größte See, den es gibt. Hier rechts sehen Sie einen Schnitt von Nordwesten nach Südosten. Da schiebt sich also ein Gletscher, der ist über 4000 Meter dick, am anderen Ende 3700 Meter dick, schiebt sich da über diesen See. Am Ende des Sees steht die Vostok-Station, von Russland und Frankreich betrieben, und hier wurde also der erste wirklich wichtige Eiskern gewonnen, der uns das Klima der letzten halben Million Jahre gezeigt hat. Links unten sieht man so die Bewegungsrichtung des Eises, und das ist also die exotische Grafik. Sie sehen ja, wenn wir uns an der Oberfläche bewegen und bis zu 1000 Meter tiefen Seen runtergehen, dann sehen wir immer, die Schmelztemperatur ist also wesentlich niedriger als die Temperatur, wo das Wasser das Dichte-Maximum erreicht. Für uns 0 und 4 Grad. Wenn wir aber sehr tiefe Gewässer haben, das gilt natürlich jetzt eigentlich nur für den Vostoksee und für die Marine, natürlich für die Ozeane, dann sieht man, dass diese Linien sich schneiden. Das heißt, hier dreht sich also das Verhältnis um. Das, glaube ich, interessant nur eben als Exotikum. Danke.